Szene beginnt in 5, 4, 3, 2, 1, los! Oh. Oh, hab ich schlecht geschlafen. Du hast so geschnarcht heute Nacht, echt. Ich gar nicht. Doch, du kriegst ja selber nicht mit. Oh Mann, total unausgeschlafen. Hast du denn schon den Kaffee fertig? Ja. Oh, super. Das ist ja schon mal was. Gibst du mir bitte auch einen? Oh, danke. Oh, der ist aber stark, aber ist gut. Ja, schmeckt zwar nicht, aber hilft bestimmt. Mal ein bisschen Milch. Ist da auch noch was Milch rein? Ach, kriegst gar nicht mit, was ich sage. Möchtest du noch was Milch rein? Nee, nee, lass mal. Das verbessert das Zeug nur. Es ist schon gut so. Okay. Ich bin ja mal gespannt heute. Hör mal, gestern. Das war so schlimm auf der Arbeit. Ne? Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich gehe da heute nicht hin. Weißt du, was passiert ist? Das war nämlich unglaublich. Die sind einfach dahergekommen und haben mich total angemacht. Gibt's doch nicht. Wer denn? Deine Kollegen oder was? Ja. Nee. Die haben ja sowieso einen Vogel. Und was für einen? Also, ich weiß gar nicht, was denen einfällt. Naja, die wollen, dass du ihre Arbeit machst. Doch ganz logisch. Ja, aber dafür gehe ich doch nicht auf die Arbeit. Damit ich deren Arbeit auch machen kann. Ja, aber sag mal so, wenn du es mit dir machen lässt, bist du ja schon irgendwie auch selber schuld, oder? Das Brot, Moment, ich guck mal. Hier, bitteschön. Dankeschön. Hast du noch die Marmelade irgendwo versteckt? Ja. Danke. Ist aber auch nicht mehr viel drin, also hättest ja ruhig was übrig lassen können. Fängt jetzt der Tag auch schon so an. Na komm, du hast doch gestern so viel davon gegessen. Mann. Ja, aber ich habe die Marmelade nicht alle gemacht. Also, das waren bestimmt wieder die Kinder. Die gehen doch noch mal mit einem Löffel rein. Das liegt übrigens nur daran, weil du nie bereit bist, Nutella zu kaufen. Dann würden sie nämlich auch an Nutella gehen und uns nicht die Marmelade wegessen. Ja, aber Nutella ist wirklich ungesund und für die Zähne. Und die haben schon so gelbe Zähne, die Kinder. Das geht in. Ich muss mal ganz kurz an die Tür. Die Katze kratzt da wieder rein. Bin sofort wieder da. Irgendwie doch nicht. Was auch nicht. Gerade hat sie noch gekratzt. Ach, die unerzogenen Tiere hier, echt. Ich würde die ja gar nicht reinlassen, weißt du, wenn die da kratzt, das ist doch eine Unsitte. Die macht die ganze Tür kaputt. Ja, was sollen wir denn machen? Jetzt können wir es ja auch nicht mehr abgewöhnen, das ist schon zu alt. Probier's doch mal mit Honig. Honig ist auch lecker. Ja. Der ist vom Imker. Mit Blüten. Ich weiß nicht. Hier kann man es auch nie recht machen. Ja, Nutella ist ungesund, haben wir doch eben gerade schon gesagt. Ne? Ja. Weißt, und es ist so schlecht für die Umwelt. Da ist Palmöl drin. Da sind dann Plantagen und Plantagen angebaut. Ja, aber hast den Honig. Hätten Kinder mal zuhören sollen, als sie bei Fridays for Future waren. Aber der Honig ist auch nicht aus Deutschland, das ist aus irgendwelchen EU- und Nicht-EU-Ländern. Also. Ja. Das ist halt auch nicht das Wahre. Aber das ist ein Naturprodukt, das hilft, wenn du zum Beispiel Halsweh hast. Das ist phänomenal, was Honig alles kann. Ja. Oder dann geh du doch das nächste Mal einkaufen. Ja, werde ich heute nach der Arbeit dann erledigen. Wenn ich nicht die Kollegen ihre Arbeit erledigen muss, dann mache ich das. Aber jetzt muss ich auch mal los, weil es ist eh schon viel zu spät. Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag, Schatz. Danke dir auch. Applaus, Applaus. Sehr gut.